Moin moin und willkommen zurück zu Vintage Story. Ihr wisst, was abgeht. Die Schmiedefeuer brennen. Wir brauchen jetzt diese Stampferkappen, Stampfer, was auch immer, ne, für den Pulverizer oder Pulverisierer oder keine Ahnung. Ne, genau das brauchen wir. Halt hieß, wir sollen schmieden. Und da haben wir die Stampferkappe. Okay, sieht nicht jetzt sonderlich komplex aus. Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, brauche ich zwei oder eine? Weil ich kenne das, ja, die Konstruktion, und ich weiß, dass da zwei Stampfer zu sehen sind. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich zwei brauche. Ich werde jetzt nicht im Rezept nachschauen. Ich werde jetzt einfach zwei Stück machen, weil das für mich logisch erscheint. Da ich zwei Stück, da wir zwei Stück an dieser Konstruktion sehen, so fordere ich jetzt diesen Realismus ein bisschen heraus. Wird schon. Viel zu tun, ey. Wir haben so viel zu tun. Richtig gut. Einfach mal so einen Stahlofen hinballern. Können da knicken, denken Sie sich. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Da braucht ihr feuerfeste Ziegel der Stufe 1. Und ohne Quarz und Bauxit seid ihr da schon mal Marsch. Ich sage doch einfach. So, da brauchen wir jetzt wieder ganz viele wilde Sachen. Wir brauchen den Hammer, wir brauchen den Meißel. Wir werden alles so weit fertigstellen, dass wir es benutzen können oder aufstellen könnten. Pulver. So, das ist der Rahmen. Da brauchen wir den Vollblock für. Machen wir weiter mit den Stößeln. Ach, nur eine Eisenplatte? Ist nicht dein Ernst. Jetzt brauche ich auch noch Eisen. Nicht dein Ernst. Ich dachte, das machen wir jetzt mal hier so ganz schnell aus dem Handgelenk. Gibt's ja nicht. Ja, da müssen wir halt durch, ne? Da müssen wir. Müssen wir ran. Gibt es denn irgendwas, was wir schon mal so jetzt aus dem Handgelenk produzieren können? Ein bisschen was habe ich ja da. Nochmal. Oh, Sprengpulver, wenn ich das lese. Super. Die haben. Haben wir. Stampfer. Bau des Zerstäubers. Brauche ich jetzt einmal Stampfer? Einen Stößel, zwei Stampfer. Okay, das ist ja nicht das Problem. So. Meißel, Hammer. Zack, zack. Also brauchen wir auch zwei Kappen, das haut hin. Kann nur, das ist ja, das ist doch sonst totaler Quatsch. Das haben wir. Und wieder in die Hilfe. Das haben wir. Die Stampfer haben wir, jetzt brauchen wir die Stößel und generell noch den Rahmen. Und ich hoffe, ich habe Glück oder habe mal dran gedacht, dass ich eventuell noch mal Vollblöcke übrig habe. Da ist noch ein Vollblock übrig, ne? Also manchmal, oh, ne? Nicht, kann ich hier nicht laut sagen. Kann ich leider nicht laut sagen. Pulver. So, die Säge. Na klar, brauchen wir eine Säge. Jetzt aber. Säge. Zack. Und jetzt immer sechs. Boom. So, Rahmen fertig. Holz wieder zurück. Säge in den Werkzeugständer. Ne, Ordnung muss sein. Die Luppe glüht schon wahnsinnig vor sich hin. Dachte, ich wäre fertig. Ja. Naja, was willst du machen? Zack, die nächste Luppe gleich mal temperieren. Und jetzt können wir wieder meine Lieblingstätigkeit nachgehen. Schmieden. Ah, super. Bestes Handwerk. So. So, dann schieben wir mal wieder alles her hier.
Und zur Mitte, hoch und zur Mitte, beziehungsweise hoch und nach außen. Ja, das neue Material wollen wir aus der Mitte hochziehen. Wisst ihr ja. Ne, ich wiederhole mich ja mittlerweile. Ihr wisst ja, wie es geht. Ihr müsstet ja schon längst vor mir Profi sein, so oft wie ich mich wiederhole. Weil ich vergesse es ja wieder und ihr hört es jeden Tag. Deswegen sollte das ja hier alles wunderbar laufen. So, das Material ist noch glühend heiß. Ich lege es mal zur Seite. Da bleibt es auch temperiert, auch wenn wir das gerade nicht sehen können. Müssen wir auch hier drauf achten, damit das die Temperatur bleibt. Ach. Also Tee mit Honig, ne? Muss ich ja mal sagen. So. Temperatur sollte ausreichen. Hoffe ich. Dass wir das dann auch noch direkt danach zusammenschmieden können. Ich würde so gerne den Hammer dazu holen als Unterstützung. Das würde gefühlt doppelt so schnell gehen. Nicht nur gefühlt, es geht doppelt so schnell. Wenn nicht sogar schneller. Weil wenn der Hammer schlägt, ne, der... Ja, wie heißt er denn hier? Ne, der Kollege, der Stielhammer. Der, ja, trifft immer. Wohl bemerkt. Und verschiebt einen Voxel immer dahin, wo er hingehört. Immer. Deswegen ist das halt so eine wahnsinnige Erleichterung. Und ein Zeitersparnis. Wenn wir hier diese Voxel hin und her schieben müssen. Von links nach rechts und hast nicht gesehen. Kriegt der das mit gezielten Treffern hin. So. Die Platte muss jetzt erstmal noch schön platt gemacht werden. So, wir beginnen hier mit schweren Schlägen und drücken das Material erstmal auseinander. So. Das machen wir ganz stumpf, ganz simpel. Jetzt hängen da so ein paar Voxel in der Luft, geil. Schön gebackt hat's. Muss ja auch sein, ja, es gibt wieder keine Zeitraffer, sorry dafür. Aber ist so, willst du machen. Willst du machen? Soll ich ehrlich sein? Ich produziere gerade für ganze 3 Wochen Material vor. Habe ich bestimmt schon mal angekündigt. Das ist ja schon Folge 5 davon. Oder 6 von den 3 Wochen. Weiß ich, wie viel 21 Vintage Story Folgen müsste der denn sein? Ganz wilde Sache, was hier gerade passiert. So. Brauchen wir 2. Die platzieren wir hier. Ich muss ganz ehrlich sein, deswegen habe ich gar keine Zeit, Zeitraffern mit Reihen zu schneiden und sowas und mir das Material nochmal groß anzugucken. Die Einstellungen müssen alle stimmen. Und dann muss alles in einem Block hochgeladen werden. Ist so. Ganz wilde Geschichte gerade. So. Das ist die Eisenplatte. Die haben wir auch. Die zwischen wir mal schnell ab. Müssen wir nicht. Aber ich finde das schön so. So. Die hört dazu. Nun können wir weitermachen. Jetzt brauchten wir folgende Sachen. Für die Stöße. Warte mal, war das nicht ganz einfach so? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's wieder vergessen. Pulverizer, Stöße. Ah, wir brauchen eine Achse dafür. Aber ist kein Problem. Haben wir ja auch. Boom. Auch vorhanden. Gut, dass wir übrigens jetzt auch wieder ein paar Achsen über haben. Dann können wir ja doch irgendwann mal die Windmühle umbauen. Ist ja auch immer noch so ein Ding. So, und diese Sachen müssen jetzt zusammengesetzt werden. Ich mache das jetzt hier ganz einfach. Bau mal der Gerät hier ab. Der kommt erstmal zurück. Ich habe hier noch eine Bremse drin. Bremse und Kupplung könnte man auch gebrauchen. Jetzt ist die Frage, wie genau das ging. Konnte ich hier die Stöße gleich einsetzen? So. Und dann müsste ich ja theoretisch mit Hilfe eines Winkelgetriebes das hier ans Große anschließen können. Genau.
Schlüsselstange einsetzen. Stampferkappen drauf. Es ist... Doch, es sind zwei. Wollte schon sagen. Das Spiel enttäuscht halt gar nicht. Also... Super. So, das ist das Ding. Kein Inventar, das heißt, das Material wird stumpf rausgeschmissen. Heißt also, ohne Trichter und Auffangsystem kriegen wir damit nur Probleme. Es ist 3 hoch. Brauchen wir einen extra Platz für, funktioniert sonst nicht. Abgesehen davon, dass wir generell erstmal wieder eine Windmühle brauchen, die funktionstüchtig ist. Ja, und mit dem bisschen, was wir hier haben, kriegen wir keinen Leinen gebacken. Leider nicht. So, das ist auf jeden Fall fertig. Und jetzt könnte es sein, dass es immer noch heißt, wir warten auf die nächsten und ersten Flachserträge. Das wird, glaube ich, so sein. Leider. Was haben wir hier? Einmal Kupferbarren nicht abgeschlossen, Platte. Weg damit. Totale Verschwendung. Muss man ja mal sagen. Frechheit eigentlich. Das ist ganze 20 wert. Es ist ja ein Ziegel, sage ich schon. Es ist ja ein Barren gewesen. Gar keine Reste mehr? Nö, alles schon verballert. Richtig gut. Gut, dann können wir wohl oder übel erstmal wieder zurück. War auch noch ein ganzer Schwung Eisenlupe drin. Und eine Laterne habe ich hier gesehen. Noch eine Messinglaterne. Die nehmen wir mit für die Base. Das ist die 20er, das ist meine. Und die 18er, die nehmen wir mit für die Südbase. Baum Süd. Können wir noch hier außen irgendwo anhängen oder so. Gegen die Dunkelheit. Das muss ein bisschen. Wie finde ich jetzt am besten heraus, wie hier die Lage ist? Weiß ich nicht. Eigentlich oben drüber. Müsste ich dann sehen können, ob wir noch Rauchentwicklung haben oder nicht. Aber ich will jetzt hier nicht einfach reinhauen in den Berg. Finde ich selber ein bisschen blöd. Aber ich muss es ja wissen. Brennt's noch? Brennt's nicht? Habe ich das so sehe, dann nein. Ich sehe hier keinen Rauch austreten. Wenn ich es jetzt aufmache, ist es entweder hin oder... Er ist fertig. Deswegen konnten wir nicht sehen. Ah, das ist mies, ne? Das ist mega mies. Ich glaube, ich tue euch mal den Gefallen und buddel den nicht live aus, also in der Aufnahme. Und ihr seht schon, das dauert ein klein wenig. Aber wir haben die erste Holzkohle. In der New Base. Richtig gut. Das hat sich definitiv schon mal gelohnt. 40 Sekunden. Ich glaube, Koks brennt nicht mal 40 Sekunden. Das war doch weniger. Also doch noch weniger. Das ist wild. So. Klatschen wir hier alles zusammen. Was zusammengehört. Weg damit. Holzkohle muss mit in die New Base. Ja, ist ja Nacht. Können wir eigentlich mal überspringen. Ihr müsst hier nicht in der Nacht rumrennen. Habe ich keine Lust drauf. Das ist Quatsch. Vielleicht schauen wir einfach mal rum und organisieren uns mehr Schilfrohr für die Bienenkörbe.
Dann müssen wir mal vorher mal auf der Map gucken. Können wir nämlich mal abwiegen, ob wir irgendwo welche haben oder halt nicht. Das sieht man nämlich auf der Karte. Aber hier so in der Nähe sehe ich nichts. Das Wasser wechselt hier. Das ist ja interessant. Das muss hier wirklich ein bestimmtes Binom sein. Das ist krass abgehackt. Aber ich sehe hier tatsächlich auf der Karte kein Schilfrohr. Das würde man hier so als mit braunen Brillen ungefähr so. So müsste das aussehen. Mit braunen Punkten und da haben wir wieder große Leuchtschmetterlinge oder Leuchtkäfer. Das ist, weiß ich nicht, magisch. Das sieht schon irgendwie wild aus. Krass. Sehr krass. Nee, hier kriegen wir kein Schilfrohr. Kannst du knicken? Kriegen wir nur in der Homebase. Also kümmern wir uns um andere Sachen. Ja, es wäre halt immer noch das Dach. Fange ich schon mal an. Dann müsste ich aber die Folge kürzen. Eigentlich auch nicht meine Absicht. Aber doch, ich muss dann wohl die Folge kürzen. Schade. Aber was willst du machen, ne? Das soll denn schon passen, ne? Und man versucht es halt alles irgendwie auszugleichen und weißt du, ne? Und man sieht ja, das ist ja dann schon hier ein Akt, wenn wir das hier machen. Ja, das ist ja nicht einfach mal so ganz schnell, zack, zack. Und ich kann ja das auch nicht kopieren, ne? So, zack, 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 zack. Manchmal, es geht schnell. Keine Frage, ist ein sehr, sehr einfaches Rezept. Muss man ja mal sagen. So, ich kann ja auch mal den Cursor frei machen. Ist natürlich schwierig, wenn man so lange, also schon lange so nicht mehr gearbeitet hat mit einem freien Cursor. Obwohl das viel schneller geht, wie man sieht. Das ist schon richtig wild, also da haben sie sich schon was bei gedacht. Zack, 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 ne, da kann man schön... Wenn man ein bisschen Aim hat, dann kriegt man das gut hin. Ein Wunder, dass es gerade so problemfrei klappt. So, dann machen wir wenigstens einen Grubenofen machen wir zusammen. Den Rest mache ich dann für mich. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Oder in der übernächsten. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, was jetzt noch so auf dem Plan steht, was wir noch erledigen sollten. Obwohl es ja jetzt... dank der Südbase alles ein bisschen entspannter ist. Deswegen, alle Dude. Jetzt ist die Frage. 48? Waren es immer 48? Ja. Pro Grubenofen 48 Schindeln. Das ist das, was ich wissen muss. Ich nehme das auch mit rein. Die Truhe außerhalb will ich sagen, nehme ich nur für fertige Erzeugnisse. Und alles andere kommt mit rein. Genau, doch, 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 so machen wir das. Ja, genau, so machen wir das. Und dann werde ich hier noch einige voll machen und das, das wird richtig wild. Das wird richtig wild. Ich zünd schon mal an. Dann haben wir unseren Teil gemeinsam schon getan. Wunderbar. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Vintage Story. Ich hoffe, die 1.19 kommen bald. Das wird auch nochmal sehr wild. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Es wird höchstwahrscheinlich ein wunderschöner Tag. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und reingehauen. Tschüss, tschüss.